Boah, sag mal, ich sehe hier. Andi, bist du ein Biohuhn? Du bist ja seit einer Woche nur noch auf Gras. Ja, der Frühling ist ja auch in der Bundesliga angekommen. Und wenn man mal genau. Was ist das denn? Maschstrahlzau makes me feel alright. Nee, jetzt nicht. Der April passt ja am besten zur aktuellen Lage von Eintracht Frankfurt. Denn der April macht auch immer, was er will. Bei dem Zickzackkurs der Eintracht mit Euroangst, da wird ja selbst der DAX an der Börse blass. Ah, mir tun auch schon ganz doll die Augen weh, ey. Jetzt nicht vom Heuschnupfen. Ich habe bei uns gerade in der Kabine den Hermann durch die Kabine huschen gesehen. Ne? Tennissocken bis hierhin gezogen in den Adiletten. Komplett nackt. Mit Brüsten. Hermann, frisst du weiter Konfekt? Hast du bald eine messbare Konfektionsgröße? Christian! Kicken kannst du so gut wie Betten beziehen, ne? Da fehlt dir einfach der Bezug. Und die Sparmaßnahmen in Deutschland sind jetzt auch beim FC Bayern München angekommen. Der Eberl greift durch. 7 Profis verdienen beim FC Bayern München mehr als 20 Millionen Euro. Also jeder von denen. Thomas Müller und Co., die haben Angst und sind kurz davor, Bürgergeld zu beantragen. Das wird hart. Bürgergeld, Hermann. Es heißt Bürgergeld, nicht Bürgergeld. Selbst der Tuchel kriegt für diese Supersaison noch 10 Millionen Euro Ablöse. Was hat denn der für einen Vertrag unterschrieben? Dem hätte ich gesagt, geh. Hat der so einen Leasingvertrag beim FC Bayern oder was? Da geht der Berater mit dem Tuchel hin und sagt, guck mal, hier ist eine Delle, Blinker ist kaputt, Scheibe ist zerkratzt. Schuld seid ihr. Ich krieg von euch noch 10 Millionen Euro. Thomas Tuchel ist wie so ein kaputtes Navi. Der hat sein Ziel nicht erreicht. Und im Auto brauche ich noch nicht mal ein Navi, da nehme ich Google Maps. Andi, so wie du immer nervst, wärst du ein Fisch, dann bestimmt ein Stör. Ich weiß nur eins, kommt der Nagelsmann jetzt zurück zum FC Bayern? Das ist doch... Du kaufst doch auch keine Klobürste, eine neue. Steckst sie bei dir zu Hause in eine Spülmaschine, lässt dann deine Frau einen Deckel aufmachen, holst das Teil raus und sagst, ah, guck mal, Schatz, wie neu. Ne? Also, ist doch völlig... Der Raab lässt mich locker, ne? Jetzt hat der Raab mir auf die Mailbox. Hi Uwe, hier ist der Stefan, verstehen Sie? Ich muss ja mich fit machen für meinen Boxkampf gegen Regina Halmich. Und da wollte ich fragen, ob ich bei dir und deinen Jungs mittrainieren kann. Tschüss! Schick dem gleich mal eine Sprachnachricht. Stefan, alte Säge. Sicher, habe ich ja im Internet gesehen. Dein aktuelles Bild sieht aber eher so aus, als würdest du gegen Ricarda Lang kämpfen und nicht gegen Regina Halmich. Kriegen wir aber hin bis September. Gar kein Ding. Ach, und lass den Elten daheim und bringst den Laufschuh mit. Ne? Tückens, du bist schlimmer als ein Zweikampf. Geil, ne? Noch so ein Patient. Bei uns in der Nachbarschaft, ne, sind jetzt wieder so Rentnertrupps unterwegs. Die haben eine Rasenfläche. Da spielen die Kiddies immer Fußball drauf. Können wir eigentlich froh sein, dass sie noch rausgehen und spielen. Da ist ein Baum neben einer Rasenfläche, da hat irgendein Rentnerkopf Zettel dran gemacht. Das ist eine Rasenfläche und kein Fußballplatz, habe ich drunter geschrieben. Und da ist ein Baum und keine Pinnwand. Der Andi hat sich letztens bei uns im Supermarkt so eine komplette Kiste Billig-Wodka geholt, ist dann in der Nachbarschaft rum und hat die Flaschen am Baum festgemacht. Mit einem Schild dran an den Billig-Wodka. Wer vermisst einen Kater? Kevin! Boah, der ist so hohl. Der geht beim Angeln immer leer aus, weil der stellt den Fischen immer Fangfragen. Ja, Spielerbeobachtung heute mal anders. Wir haben einen neuen im Team, den Philipp. Der ist ziemlich am Boden geblieben und eher so ein Heimscheißer. So, Philipp, komm raus da! Nicht nur Rückzug, aber nach vorne! Andi! Du bist ja wie ein Biohuhn. Du bist ja seit einer Woche, ja, das fängt gut an. Das ist nur Outtakes heute. Ne, Andi, so wie du immer nervst, ne? Wärst du ein Fisch, dann wärst du bestimmt Stör. Ich habe gerade bei uns in der Kabine den Hermann durch die Kabine hoppeln gesehen, ne? In Unterhose? Mama, nee, nicht in Unterhose. Das ging ja noch. Mit Riesenschwanz.